Ist doch entspannend. Mit dem Radio hier. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Spiel mal wieder von Itch.io. Wir spielen die Waschnacht, Laundry Night. Ich habe vorhin einfach nur mal durchgescrollt und dachte mir, das sieht lustig aus. Ich weiß nicht, worum es geht, wahrscheinlich ums Wäschewaschen. Naja, es geht auch, glaube ich, nicht so lang, deswegen schauen wir jetzt einmal in aller Ruhe. Ich liebe es, meine Wäsche in der Nacht zu waschen. Es ist immer so friedlich. Verdammt, der Text war weg. Als erstes muss ich einen Korb mit der dreckigen Wäsche nehmen und ihn in die Waschmaschine packen. Ui. Gibt's ein Menü? Nein. Okay. Ein Korb. Okay. Was ist hier los? Vom Mist. Kann ich dich nochmal abstellen, damit ich lesen kann? Nein. Okay. Ein Hund wurde gefunden. White Food White Chest. ESL Class. Du wirst vermisst. Was ist ein Lindy Hop? Okay, vielleicht kann ich das gleich. Ach nee, guck mal, dreckige Wäsche. Kann ich dich wieder abstellen? Wie kriegt man ein Spiel kaputt? Frag mich. Scheiße! Ich würde gerne. Okay, wir starten nochmal neu. Ich liebe es, meine Wäsche nachts zu machen. Es ist immer so friedlich, wenn keiner da ist. So, jetzt können wir den Text nochmal lesen. Als erstes muss ich einen Korb mit dreckiger Wäsche nehmen und ihn in die Waschmaschine packen. Und welche denn? Irgendeine? Next Oh nein, was ist das für ein Wort? Added the detergent. Bist du das? Okay. Jetzt Geld. 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 Was mache ich mit dem Geld? Geld. Zu. Geld. Okay. Ja, ist ja easy peasy. Wir waschen Wäsche. Ich hätte gern was zu essen. Oh, ich kann rausgehen. Kann nach Hause fahren. Ich kann meine Wäsche in das Auto packen, wenn sie fertig ist. Der Müll ist verschlossen. Wie weit kann ich in die Walachei laufen? Nicht weit. Oh, wer wohnt denn da? Oh, hier ist bestimmt Ende. Kann ich springen? Nein, ich kann nicht springen. Oh nein, hier ist Ende. Kann ich rennen? Nein. Kann ich kriechen? Nein. Oh, ich hätte überfahren werden können. Willen. Oh. Man soll ja sich auch mal umgucken, was es hier vielleicht noch so gibt. Wird sich der Entwickler ja irgendwas bei gedacht haben oder mal was versucht haben, was man dann hier mal gucken kann? CPM Candela.
Ja, weiß nicht. Oh, next move. Third. Als nächstes die nassen Klamotten in den Trockner packen und wieder Geld einwerfen. War da was? Nein. Okay. Dumm, die dumm, die dumm. Okay, okay, okay. So. 24 Stunden offen. Musik, ja. Yeah. So, die nasse Wäsche. Kann ich dich in dich schmeißen? Ja. Nein, kann ich nicht. Jetzt brauchen wir wieder Geld. Es ist übrigens unter der Rubrik Horror zu finden gewesen, das Spiel. Ich weiß nicht, was passiert. So, kann ich hier was klicken? Constructions Job Fair. Kabbala. Was mit Kirill? Kann ich noch mehr waschen? Ja. Um Geld. Hallo? Hey. Ach so. Scheiße, schon wieder Mist gemacht. Das ablegen, bitte. Oh no! Das ist doch nicht wahr. Kann ich nicht schon mal Geld hier reinschmeißen? Scheppert das Radio denn so? Kann ich nicht mal bitte eben mein Geld. Ach, guck mal, das ist ja schön. Jetzt hab ich. Oh Gott. Muss auch mal was essen, weil. Oh, Wäsche waschen ist anstrengend. Toll, jetzt mache ich die fertige Wäsche in mein Auto. Es ist laut auf meinem Ohr. Ich habe vergessen, es leiser zu machen. Okay, müssen wir jetzt durch. Also ich wäre zwar auch ein Freund davon, wenn hier nichts los ist in der Zeit, aber es ist schon ein bisschen gruselig, ne? Hier ist auch noch dreckige Wäsche. Okay, diesmal Reihenfolge beachten. Wie viel Dreckwäsche haben wir denn bitte? Da ist nichts Dreckiges drin, ne? Ist auch geil, wie man dann am PC-Bildschirm hochgeht, um zu gucken. Aber man kann ja nicht reingucken. Machen wir schon mal auf, weil hier ist ja bald fertig. Radio? Warum rauschst du? Es ist echt friedlich. Wie kommt man denn da rein? Verschlossen. Es ist ja nicht direkt nachts, ne? Es ist am Dämmern oder im Morgenraum fände ich schön. Weil ich befürchte, es ist Dämmerung. Der gerade einen Unfall gehabt? Ja, können wir jetzt mal. Ah, guck mal, können. Rein da. Rein da. Okay.
Nehmen wir halt einen anderen. Ah, das ist gut. Aura, sind die Soundeffekte? Wieso gingst du denn jetzt so schnell? War so eine Kurzwäsche? Wehe, hier spawnt gleich einer irgendwie aus dem Nichts, ne? Ob die Zeit weitergeht? In Wirklichkeit ist es gerade 9.49 Uhr. Könnte doch morgens sein, weil es sind noch ein paar Autos unterwegs, sie fahren gerade zur Arbeit. Ist doch entspannend mit dem Radio hier. Ich weiß nicht, würdet ihr... Also, gibt genügend Menschen, die das machen oder machen müssen, ne? Ich musste es Gott sei Dank nicht. Einmal fast. Aber ich habe meiner Mama meine Wäsche aufgedrängt. Werden die regelmäßig sauber gemacht? Wer macht die sauber? Wer sagt mir, dass mein Vorbenutzer hier keinen Murks gemacht hat? Wer weiß, was der gewaschen hat? Ja, trinken wir mal einen Schluck Kaffee hier. Ja, okay. Dann gehen wir halt nicht raus. Ist das die Maschine? Okay, die Maschine macht nach. Die dampft doch. Und wie schmeißt du die in dein Auto? Nur mit dem Korb? Okay. Okay. Es ist verdammt laut gewesen in meinem Ohr. Scheißdreckstür. Hier wieder brav schließen. Es lockt. Schön. Hätte ich den jetzt nicht nehmen dürfen? What is that strange note on the bulletin board? Eine komische Zettel? Du bist cool. Oh Gott. Ah. So. Ich mach mal ein bisschen leiser, Mama. 21.05. Weiß jemand, wer diese komische Frau ist, die mich durchs Fenster anstarrt? Ist sie obdachlos oder irgendwie sowas? Dann schreibt wohl der Nächste, ich habe sie auch gesehen am 16. Juni. Ich habe versucht, mit ihr zu reden, aber dann ist sie einfach verschwunden direkt vor mir. Was? Did the dryer just open on its own? Hat sich der, also unten, ne? Steht da unten, hat sich der Trockner gerade von alleine geöffnet. Ich sollte vielleicht mal gucken gehen. Wir lesen jetzt erst diesen Zettel, den du lesen wolltest. So, Person Nummer 3. Heilige Scheiße, wer ist diese verrückte, komische Frau? Ich denke, sie ist ein Geist. Na toll. Der Nächste, sei nicht so dramatisch. Geister sind nicht real, du Idiot. Sei dort nicht alleine nach Mitternacht. Okay, es ist wohl doch kein Sonnenaufgang. Sie wird kommen, um dich zu holen. Hallo. Kann ich bitte mal eine dampfende Wäsche abstellen? Nein. Ich würde gerne ohne eine Wäsche laufen. Okay. Stromrechnung nicht bezahlt. Oh, hi. Willst du Wäsche? Wie soll ich dir denn helfen? Tschüss.
Ja. Der Nebel ist zu dick, um nach Hause zu fahren? Was? Ich frage mich, ob hier irgendwo ein altes Telefon ist. Wird jetzt nicht mehr lockt? Ja, ganz normale Sachen in einem Wäscheladen. Was ist das? An alle Mitarbeiter, please note that until further notice the dumpster is to open by the manager. Bitte bis auf weiteres, dass der Müll nur vom Manager geöffnet werden darf. Hat der Manager die Frau umgebracht? Ja, jetzt bleibt doch mal locker hier. Das heißt, wir sollen bestimmt in den Müll gucken, ne? Ach, ist das die Rückseite, wenn die hier... Echt jetzt, du? Tot. Okay. Find me. Was ist das? Was konnte ich denn da gerade anklicken? Okay. Achso, wo ist denn der Müll? Oh no! Ey, ich wollte dich noch anklicken. Das war's schon. Kreiert von Megan Ginter. Ja, also das war ein Gratisspiel von itch.io. Downloaded from the free music. Okay. Alles sehr schön hier aufgelistet. Ja, das war heute dann mal ein kürzeres Spiel. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Daumen hoch drückt. Und oder einen Kommentar da lasst und vielleicht auch sogar auf Abonnieren drückt, wenn ihr mehr von meinem Kram sehen wollt. So, dann danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.